So, sehr verehrte Damen und Herren, hallo. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser nächsten Aufnahmerunde. Forager. Wir spielen jetzt nochmal so 20 Minuten, also wird es nur ein, allerhöchstens zwei Videos geben, jetzt am Stück. Ich möchte zu Beginn noch einmal wieder Kommentare vorlesen, denn es ist so, dass der eine, wir haben einen super lieben Schreiberling, der hier immer ganz fleißig schreibt, ne? Das ist zum Beispiel der, also nicht nur einen, wir haben da zum Beispiel den Fabi. Fabi hat hier geschrieben, pass auf die Idee bin ich gestern schon gekommen. Ich habe also gestern überlegt, dachte mir, irgendwas hat's doch mit diesem Regenbogen auf sich. Ja. Kannst du das noch mal ein bisschen leiser machen? Und ich bin heute auch wieder dabei, wie immer. Ich spiele wieder Ultimate Fingerhaus, Papa spielt ein bisschen Forage und wir machen auch mal ab und zu die Facecam aus, weil dann gucke ich mal rüber. Genau, also mein Sohn springt im Hintergrund rum und der hat sich gewünscht, auch eine Runde mitzuspielen, aber das dazu später. Und zwar hatte ich also die Idee, und ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn ich jetzt, ich gehe mal rein und wenn ich jetzt hier vorm Regenbogen stehe, sehen wir ja ringsherum farbige Pilze. Und zwar haben wir grün, blau, gelb, rosa und orange. Und ich habe gestern, und rot, ich habe also gestern die Idee gehabt, das ruckelt zu Beginn manchmal ein bisschen bei mir, ist ganz komisch. Ich hatte gestern die Idee, wenn ich an den Regenbogen schaue, ich könnte ja violett, blau, grün, orange, also gelb, orange und rot in der Reihenfolge mal zerschlagen und gucken, was dann passiert. Und heute schreibt der Fabi als Kommentar, du musst die Pilze in der richtigen Reihenfolge schlagen. Gut. Dann werden wir mal gucken, ob die Reihenfolge von innen nach außen die richtige ist. Ansonsten müssen wir dabei warten, bis jetzt wieder alle Pilze da sind und respawned sind. Ich kann richtig schnell hintereinander irgendwo hoch. Ansonsten haben wir hier bei diesem Spiel, kommentiert halt der Fabi. Hier haben wir Crafter Drecken, hat nochmal geschrieben. Dann haben wir Nico Tonelli. Kommt mein Kommentar hier. Ich hatte Nico geschrieben, pass auf, irgendwann erwähne ich deinen Kommentar in dem Video. Das war aber Folge 6. Jetzt hier müssten wir bei Folge 11 sein. Nico, bei Folge 11 bist du auch wieder dabei. Und der Fabi hat auch geschrieben, der Sprinkler bewässert die Felder um ihn drum herum. Das heißt, wenn ich den Wassersprinkler hier anhabe, dann müsste ich theoretisch mit der Schaufel, die wir hier gemacht haben, sehen, dass die um ihn herum angelegten Felder dunkel sind, während die anderen etwas weiter weg dann hell aussehen. Jetzt sehe ich da leider keinen Unterschied, aber er meint, das soll wohl so funktionieren. Das müssen wir natürlich mal gucken. Die Wasserfelder sind nicht dunkel. Vielleicht werden die dunkel, wenn Samen drauf liegt. Das weiß ich also nicht. Achtung! Jo, hab den gecheckt. Guck mal, hier zum Beispiel sehen die genauso aus. Also ich finde, ich sehe da kaum einen Unterschied. Im Übrigen habe ich zuletzt ein bisschen gefarmt. Ja? Schaust du denn ab und zu auch mal runter? Nee, ich habe gerade keine Zeit, weil ich will ja schnell durchziehen und ein bisschen meinen Kenntnisstand vermitteln. Denn ich habe. Das ruckelt gerade wieder. Im Moment, ich weiß nicht, woran das liegt. Die CPU-Auslastung kann es nicht sein. Das hat, manchmal hängt das so ein bisschen. Und dann geht es plötzlich wieder ganz schnell. Und zwar habe ich zwei Tresore hier. Und ich habe festgestellt, dass es alles, was ich einsammle, auch sofort in den Tresor liegt. Wo habe ich denn die beiden Anker her? Wann und wo habe ich die denn gefarmt? Auf jeden Fall habe ich ganz eine Menge Sachen gefarmt, sodass wir jetzt was bauen können. Und ich wollte was bauen. Und zwar wollte ich bauen? Den Markt zum Beispiel. So können wir also jetzt einen Markt bauen. Oje, oje, oje. Der ist aber recht groß. Wir können den offenbar auch auf die Brücken draufsetzen. Das können wir machen. Oder wir setzen ihn einfach hier hin. Ah, das sind die blöden Fischfallen im Weg. Jetzt müsste man wahrscheinlich sagen, ich mache die Fischfallen wieder kaputt hier. Ich habe also unten auch neue Fischfallen gebaut. Warum das gerade so ruckelt und so hängt, das weiß ich nicht. Wir gehen mal in die Konfiguration. V-Sync. Das war letztens das der Grund. Das habe ich einfach mal angemacht. Ich verstehe es nicht. Letztens habe ich es ausgemacht, jetzt habe ich es angemacht. Na gut. Ich glaube jetzt wir haben also gut viel zu tun jetzt in der Folge. Wir machen das jetzt also alles kaputt und machen da Brücken hin. Mich haben die sowieso genervt, diese Fischfallen hier an der Stelle. Und wenn wir jetzt hier Brücken gleich hin gemacht haben, dann können wir, glaube ich, da auch den Markt hinstellen. Ja. Hier kommt keine entspannende Musik tatsächlich nicht, weil das ist ja nicht. Oh mein Gott, das ist mega geil. Warte mal, wie hieß denn das andere Spiel, was ich gerade sagen wollte? Stardew Valley ist das. Stardew Valley hat mega tolle Musik. So, jetzt bauen wir uns erstmal den Markt. Und ich weiß nicht genau, was der Markt für einen Sinn hat. Aha, hier stehe ich also im Weg. Gehen wir mal zur Seite.
Oh je, wir haben, Leute, wir haben so viel zu tun. Passt auf gleich. Passt auf, wir haben so viel am Schlüssel. Jetzt haben wir erstmal Markt gebaut. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Jetzt haben wir uns mal anschauen. Markt, 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 Markt. Wir können also Sachen verkaufen. Okay, zum Beispiel den. Zack, hier, mal zwei, zack, zack, bumm. Keine Ahnung, wofür der notwendig war, aber wir haben den erstmal verkauft und haben jetzt damit 680 Taler. Da fällt mir also ein, jetzt wollten wir hier die richtige Reihenfolge drücken. Wir gucken uns das nochmal schnell an. Und dann haben wir uns ja oben, wir haben ja da oben diesen Tempel beschworen. Auch den will ich mir anschauen. So, was ist also der erste? Oder der erste ist lila. Der zweite wäre blau. Jetzt gucken wir nochmal, ob das stimmt. Dann wäre der dritte, jetzt, wenn ich es richtig sehe, grün. Nach dem grünen käme dann gelb, würde ich sagen. Und der gelbe ist, glaube ich, dieser, oder? Nee, das, oh, ist ja fast gegangen. Hier ist der gelbe. Nach dem gelben kommt der orangene und dann der rote. Und das war verkehrt rum. Dann gehen wir von außen nach innen. Also, rot, orange, gelb, grün, blau und dann violett. Ja, Leute, das war die richtige Reihenfolge. Also danke, Fabi, erstmal für diesen Tipp. Und jetzt gucken wir mal, was in dieser Kiste drin ist. Warte. Schau mal, was ich wieder bin. Ich brauche wieder einen Schlüssel. Ja, ich sehe, du bist ein Axolotl. Wir farmen uns schnell einen Schlüssel. Das wird eine Weile dauern, je nachdem. Und in der Zeit gehen wir mal hier oben und schauen uns jetzt diesen Tempel an. Auch das wollten wir ja erreichen in dieser nächsten Folge. Oh hey, wir haben so... Ja, die mache ich gleich auf. Und wir haben so viel zu tun und ich muss unbedingt... Oh. Vielleicht kriegst du daraus ein... Dings, ein Glühwürmchen. Glühwürmchen habe ich. So, ich mach erstmal... Das habe ich in der letzten Folge schon gemacht. Warst du da nicht dabei? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Da habe ich hier gespielt. Hast du da lang gespielt? Oh. Ich habe doch auch einmal ohne dich gespielt. Da kann es sein, dass ich da, dass ich das da gemacht habe. Kannst du dir in der nächsten Folge angucken. So, jetzt machen wir hier erstmal... Ah, du gibst auch bloß Dislikes, ne? Weil ich nicht mit dir zusammenspiele, stimmt's? Das ist nämlich so ein Mist. The most... Okay. Aber ist das gleich? Aber Papa, wenn du in der nächsten Folge nichts mit mir zusammenspielst, dann gebe ich ein Dislike. Okay, also wir müssen wieder was zusammenspielen. Wir müssen wieder was zusammenspielen. Wir werden uns also was überlegen gemeinsam. So, jetzt, bevor wir da reingehen, gucken wir mal, ob der Schlüssel fertig ist. Ich mache schon mal ein bisschen Platz hier, damit wir da runterkommen, da hoch. Ich baller hier einfach alles mit Brücken voll. Da können wir nämlich schön was da drauf bauen auf diesen Plattformen. Haben wir den Schlüssel? Ja, wir haben den Schlüssel, glaube ich. Hopp. Und was kommt, was kommt, was kommt? Eine Laterne! Für bessere Sicht der Dunkelheit, Die ist jetzt... Die schwebt jetzt über die her! Ich bin begeistert. Und die Pilze sind jetzt weg. Jetzt können wir hier auch mit Brücke alles zuknallen. Okay. So, was wollte ich noch bauen? Ich habe doch letztens so viel Gelumpe gefarmt. Ich wollte noch mehr... Also erstmal geben wir jetzt noch uns ein paar Skillpunkte. 3 Skillpunkte habe ich am Schlüssel. Und ich habe also den Tipp bekommen... In die Richtung Bankenwesen. Ich glaube, Bankenwesen war's. Denn dann gibt's auch Geld, wenn man offline ist. Also wenn man beschäftigt ist. Was ist die Schatzkammer? Was macht die? Banken generieren neben anderen Banken Münzen um 50% schneller. Aha. Ich kann also eine Bank bauen und die wird dann automatisch Geld erzeugen. Was ist Optik? Schaltet Leuchttürme frei, verdoppelt den Lichtradius bei Dunkelheit. Aha. Brillanz. Erhalte 20% mehr Erfahrungspunkte. Auch den nehmen wir uns mal mit. Dann geht es nämlich mit den Levels ein bisschen schneller. Oh, was ist das denn, Kampf? War das jetzt die Corona oder was? Nein, das war Google. Du hast gerade eine Sprache aufgenommen. Was auch immer das war, keine Ahnung. Steinmetz war
Die Beute kosten weniger Ziegel. Das ist jetzt aber nicht so relevant. Geologie. Alle Steine enthalten Kohle. Kohle brauchen wir ja. Völlerei. Erhalte. Ach, das wollten wir auch machen. Erhalte Erfahrungspunkte beim Essen. Das wollten wir uns auch reinziehen. Und was gibt's dann als nächstes noch? Kalkhaltig. Mineral und Juwelen sind essbar. Oh, wie geil ist das? Beute. Getötete Gegner geben Münzen. Oh. Oh, das wird also in die richtige Richtung gehen. Jetzt schauen wir mal, ob wir eine Bank bauen können. Wirtschaft? Bank. Davor brauchen Goldbarren und Ziegel. Hä, hey, was zur Hölle? Wir haben gerade ein 3 gegen 1 gemacht. 3 waren auf einer Map, der andere auf einer anderen Map und der eine hat gewonnen. Okay. Freunde, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich brauche Ziegel? Ich habe doch so viele Ziegel gehabt. Oh, ein Schleim-Drecksack. Ich hatte doch so viele Ziegel. Wo sind denn jetzt die ganzen Ziegel hin? Oh, Freunde, die 20 Minuten sind so schnell rum und wir schaffen nichts. Ey, wir schaffen nichts. Wir kommen nicht in den Tempel rein. Pass auf, wirst du sehen. Ich schaffe jetzt mal direkt, ich packe mal direkt ein paar Lehmziegel an. Goldbarren und Ziegel. Ich habe ja extra 3 Öfen, damit das alles gut von der Hand geht. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch ein paar Brücken reinziehen. Das ist auch alles... Farmen, Brücke. Das ist alles nervig so. Wenn man da nicht richtig laufen kann. Naja, gut. Müssen wir es halt so machen. Je mehr Holz ich habe, umso besser wird das. So, jetzt gehen wir hier runter. Und hier, was brauchen wir? Wir brauchen Goldbarren. 26 Stück machen wir. Oh, ah! Ausgewichen! Ja, nice, ne? Nice, Setcher. Und hier machen wir Ziegels. Ach komm, hau raus. 321. Ziegel haben wir ohne Ende. Und jetzt die Goldbarren. Wir brauchen immer Gold. Also nehmen wir Gold auf jeden Fall mit. Dann können wir nämlich die Bank bauen. Dann werden wir mal sehen, was mit der Bank, ob die uns dann wirklich Geld gibt, so wie ich mir das gerade vorstelle. Und jetzt gehen wir mal hier rein, in den Tempel. Das wollten wir uns auf jeden Fall reinziehen. Ich bin gespannt, Freunde. Was ist das? Willkommen im Museum. Ist das Museum? Willkommen im Museum. Unsere Sammlungen sind noch eher unvollständig. Aha. Du kannst gerne helfen, alle Pakete zu füllen. Oh. Du wirst pro Paket eine Belohnung erhalten. Ja, nice. Und eine super tolle Belohnung, wenn du alle erfüllst. Ja, na, nice. Was muss ich da jetzt machen?